Ihr wollt eure Backup-Maske in der Anzugtasche natürlich nicht verlieren. Wie wird sie richtig gesichert? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute im Video, wie ihr eure Backup-Maske richtig in der Anzugtasche sichert. Wenn euch solche Tipps und Tricks mit Informationen rund ums technische Tauchen interessieren, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Wie geht es jetzt aber nun, die Backup-Maske zu montieren? Ihr habt bei der Backup-Maske ja automatisch immer hier ein Gummiband, also ihr solltet bei der Backup-Maske immer ein Gummiband verwenden. Dazu habe ich euch schon mal ein Video gemacht. Warum das so ist, verlinke ich euch hier oben. Also wie gesagt, wir sind hier immer mit einem Gummiband unterwegs, das dann auch immer ganz geöffnet sein soll. Dann tut ihr euch später leichter, aber wie gesagt, das dann alles im anderen Video. Dann können wir hier die Maske mal ganz aufmachen. Und so haben wir jetzt eine Maske mit Gummiband, mit einem sehr langen Gummiband, weil wir sie ja eben geöffnet haben. In der Anzugtasche habt ihr je nach Hersteller Bungees mit enthalten. Das solltet ihr auch, wenn es nicht so ist, selbst euch hier ein Bungee reinknoten. Das hat dann den Vorteil, dass ihr eben Maske oder auch andere Ausrüstungsgegenstände, die ihr in eurer Tasche habt, dann entsprechend sichern könnt. Und so könnt ihr einfach in die Tasche reingreifen und wenn ihr rauszieht, gut, bei der Backup-Maske ist es so, da werde ich sie gleich in der Tasche schon richtig greifen können und herausziehen. Wenn aber auch noch andere Dinge drin sind und ihr zieht an, fallen euch die nicht raus und so sichert ihr im Prinzip eure Ausrüstungsgegenstände, die dort drin sind, alle einzeln, immer mit einem, je nach Situation oder je nach Produkt, mit einem Doppelender oder mit einem Karabiner hier an diesem Bungee in eurer Tasche. Es ist somit wichtig, dass die Tasche auch entsprechendes Bungee hat. Wie wird das Ganze nun gemacht? Ihr nehmt die Backup-Maske, macht hier über das Band einen Doppelender drumherum, also es wird mit einem Doppelender gesichert und nicht mit einem Karabiner, sodass ihr dann diesen Karabiner-Doppelender auch wieder abnehmen könnt, wenn ihr die Backup-Maske aufhabt. Und das ist dann relativ einfach, das wird dann eben mit diesem gerade schon gezeigten Bungee der Anzugtasche verbunden. Das ist jetzt hier keine Anzugtasche, das ist eine Utility-Pocket, aber das ist genau das gleiche Prinzip. Könnt ihr natürlich hier genauso verwenden und dann nehmt ihr eure Backup-Maske, steckt sie in die Anzugtasche und dann kann euch hier nichts passieren. Also auch wenn ihr einen anderen Ausrüstungsgegenstand herausholt und es dabei passiert, dass die Backup-Maske mit rausrutscht und nachdem sie recht groß ist, kann das natürlich immer mal passieren, dann habt ihr hier das Ganze verbunden und egal wie es sich hier rauszieht, die Maske ist gesichert und ihr könnt eure Backup-Maske nicht verlieren. Gilt natürlich für alle Ausrüstungsgegenstände, die sich in der Tasche, in der Anzugtasche befinden, immer hier sichern und dann eben einzeln sichern und nicht mit einem Karabiner oder einem Boltsnap mehrere Ausrüstungsgegenstände sichern. Jeder Ausrüstungsgegenstand bekommt seine eigene Sicherung. Ja, das war es dann hier eigentlich auch schon mal, wie man eine Backup-Maske in der Anzugtasche verstaut und wie man sie dort befestigt, wie gesagt, mit einem Doppelender. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, damit wir euch gleich wieder informieren können, wenn wir ein neues Video hochladen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.